Für mich ist das ein sehr trauriger Morgen, ein sehr trauriger Tag, und zwar nicht nur für Großbritannien, sondern für die Europäische Union insgesamt. Ich habe das Ergebnis befürchtet, aber gerade in den letzten Tagen so ein bisschen verzweifelt gehofft, dass was anderes rauskommen würde. Die Polarisierung der britischen Gesellschaft, die in der Kampagne deutlich geworden ist, die ist ganz offensichtlich nicht nur ein Problem Großbritanniens. Und als Anhänger der Europäischen Union, als eine, die überzeugt ist davon, dass wir in der Europäischen Union eigentlich sämtlichen großen globalen Herausforderungen besser gewachsen sind, mache ich mir jetzt Gedanken darüber, wie wir die Bürger in der Europäischen Union wieder mehr überzeugen können. Ich frage mich, warum wir verloren haben in Großbritannien, und ich frage mich, wie wir in der EU unsere Politik, die Art, wie wir Politik machen, ändern müssen, damit wir wieder besser überzeugen. Ich glaube, dass das geht. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit positiver Veränderung auch gewinnen können, aber wir müssen zu Veränderung bereit sein.